Also kommen zu einer neuen Folge Minecraft Dead World und wahrscheinlich der letzten, weil wir besiegen heute den Ender Dragon, wollte ich schon sagen, den Wither Skelett. Und genau, es ist wieder Wither Skelett halt. den Wither. Wo bist du? Einfach rein ins Tiefversteck. Toll. Und schon ein bisschen vorbereitet, deswegen habe ich jetzt schon Gold hier und alles hier eingelagert. Ich mache mir aber jetzt noch ein Dia-Schwert, weil ich nämlich keinen richtig geilen Schwert habe. Bam! So, Pfeile. Die Axt nehme ich doch trotzdem noch mit. Wir brauchen geile Musik. Wir haben aber keine Jukebox, egal. Goldbrand brauche ich nicht, Erde brauche ich nicht, doch Erde vielleicht schon. Baumaterial. Stroh brauche ich doch, brauche ich als meinen guten Glücksstroh. Netherquarz brauche ich nicht. Aus dem Weizen kann ich mir noch Brot basteln. Aber auch basteln, ne? Basteln, ja. Brot. Oh, oh, oh. Das ist scheiße. Fällt auf, ich hab fast gar kein Essen. Da ist so meine Picke. Hast du jetzt gemacht? Ich bin in meinem Fenster gelaufen mit meinem Schwein und konnte dann immer raus. Wow. Dabei wollte ich dann nur an meine Kiste ran. So, ich hol mir jetzt noch kurz schnabulierendes Essen. Von Toms Farm. So, ich war ready. Ja, ich hole mir noch Karotten. Für die Augen. Für die Augen. damit ich besser sehen kann. Und natürlich auch alles noch weiter wieder anpflanzen. Also. Und Kartoffeln und die räuchere ich wohl. Weil dann sind die noch viel krasser. Also Kartoffeln bringen halt wirklich was. Im Gegensatz zu Karotten. Bei Karotten isst du 10 Stück und hast danach gleich wieder Hunger. Wenn wir nicht vor uns hier. Aber jetzt hab ich den. Nee, du hast mein Schwein gefüttert. Bitte. Ein Schwein hat auch bei mir so geile Hörner. Also so. Also so, Rentierhörner. Also die Angel brauche ich auch nicht. Das Skelett, so, das brauche ich auch nicht. Das brauche ich, das Feuerzeug, brauche ich ein Feuerzeug? Nein. Damen brauche ich auch nicht. Netherrack brauche ich, Baumaterial tue ich mal hier. Komm. Leute, seid ihr bereit? Bist du bereit, Elias? Hey. Warum hast du die eine ausgeschalten? Schwarz, ja. Schaf. Das war grau, aber lass mal vorne. Ist mir egal. Da hinten ist ein schwarzes Schaf. Kann es sein, dass ich übel langsam bin? Ja, du musst mal weh drücken. Es tut weh. Ja, warte, ich kann dich gleich anschieben. Ist. Ah! Mein Schwein! Nein, es ist tot. Rest in peace, Gustav. Oh, ich brauche ein neues Schwein. Direkt ersetzt. Aber hier gibt's keine Schweine mehr. Kann man auf Schafen reiten? Ah, doch, da ist ein Schaf. Schaf, genau, Schwein.
Muss kurz die Modifikation des Jahrtausends machen. In der letzten Folge, achso, habe ich schon an Moderation gemacht? Keine Ahnung. Jedenfalls mit dabei ist der Melon-Yoshi. Hallo. Und, in der letzten Folge haben wir den letzten Widderkopf gesucht. Ich muss noch eine richtig geile Modifikation vornehmen. Weil nämlich jetzt unser komischer Dings hier. Guck mal. Ja, warte. Ganz schön langsam. Ja. Das ist ja okay, Nambo. Ist das nicht schön? Weiß ich nicht. Sieht das jetzt nicht aus? Es ist pragmatisch und praktisch. Aber darüber reden wir nicht. Ja, ich kann einfach hier drüber laufen. Das ist für die Erfindung des Jahrtausends, vor allem weil hier so ein kleiner. Okay. Okay, bist du bereit? Elias, ja. Bist du bereit? Ja. Wo ist der Eisengolem, wenn man den braucht? Wo bist du? Ich? Ja. Weiß nicht, wo bist du? Ah, da. Wo wollen wir es hinmachen? Dorf mit? Ja. 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 Und hier. Okay, bist du bereit? Nein. Gute Voraussetzung. Bist du zu klein? Ja. Okay. Hast du einen Screenshot für mich? Nein. Mach ich so eins. 3, 2, bist du bereit? Ja. 1. Ich bin mal in Deckung noch. Ja. Schneller ausschweifen. Und es geht los. Wir besiegen den Widder. Und er geht direkt auf mich. Was eine Tolle. Ich bin gleich tot. Ich auch. Okay, so war das nicht geplant. Also, dass er Widder gibt, no, das ist schon scheiße. Junge, flieg doch nicht. Ich komm da nicht ran. Ich hab einen Bogen. Ich aber nicht. Das ist schon scheiße. Ich komme. Warte, ich tippe mich. Weißt du, wie es aber bei uns zu Hause auch so richtig friedlich ist, ne? Komm her! Cool, eine Widderrose. Ja, baller mich hoch zu dir. Bei uns zu Hause ist es so richtig ruhig und friedlich, weißt du? Wow. Ich glaube, wir müssen mit dem Bogen drauf gehen, kann das sein? Aber ich habe keinen Bogen. Ich habe einen Bogen, aber keine Pfeile. Kurz mal cheaten. Ja, ja. Achso, du bist hart. Was war denn da müssen wir jetzt laufen. Wo sind eigentlich die Minecarts? Also die sind da hinten. Fall. Ein Fall. Der muss sitzen. Headshot, ne? Wo ist er hin eigentlich? Ich sehe ihn. Ja. Der tötet alles. Der ist nicht mehr getroffen. Ha, ich habe meine Pfeile verschwendet. Wie immer. Na was ist, wenn er mich aufs Dach kickt?
dass das so funktioniert. Okay, wir nehmen Abschied von unserem schönen Dorf. Ich glaube, wir müssen... Bleib doch mal stehen! Spring! Hab ihn einmal gehittet. Vielleicht bin ich tot. Aber er belebt sich wieder. Was ist denn das? Nein, wir brauchen Pfeile! Warten, mach mal eine. Cut und wir haben uns Pfeile besorgt. Ja, und Elias sich einen Bogen, weil sonst kriegen wir das hier gar nicht geschissen. Wo ist denn der Dude jetzt hin? Da! Greift aber auch alles an. Ja. Dass er auf mich schon wieder geht, ey. Gerne. Hä, aber... Der regeneriert sich jedes Mal, wenn er jemand killt, glaube ich. Ja, dann müssen wir, denke ich, einfach schnell sein, oder? Keine Ahnung. Slash kill wieder. Slash kill wieder. Nee, mit der Zeit regeneriert er sich. Du musst so viele wie möglich treffen. Das wird anstrengend. Teleportier dich. Ich bin schon hier in der Mitte. Ich hab kein Dings. Doch, du hast OP. Nein, okay. Ich kann nicht. Meluniochi 2? Du bist bereits Operator. Hä? Vielleicht bist du einfach nur zu dumm, die Commands einzugeben. Kann auch sein. Oder machen wir hier einfach so einen Reset-Point? Sobald er auf die Hälfte der Leben ist, können wir ihn nicht mal mit dem Bogen abschießen. Was wäre mir draus? Wir sind scheiße. Ja. Die aber auch nur auf dich geht, ne? Ja? Aber wir machen Schaden. Ach komm, wir tun dort einfach einen Wizard Point gleich dort machen, weil sonst die Laufer. Ja. Ich kam auch auf die Idee, das im Dorf zu machen. Du! Ja, aber hätte er es bei uns zu Hause gemacht, hätte er unsere Betten zerstört. Achso. Ich komme hier nicht mehr raus! Ah! Okay, wir haben. Ich habe jetzt für uns beide hier. Ah, das ist unfair. Okay. Also, dass man den Spawnpoint hilft, wenigstens schon mal. Komm, wir haben ihn fast auf der Mitte. Hä, der verpisst sich! Nein! Wieso? Stimmt so! Nein! Okay, so. Wir müssen ihn vom Dorf ablenken. Weglocken. Komm her, Brut. Ja, feines Kerlchen. Ich hab gleich keine Pfeile mehr, wollte ich da anmerken, wa? Ha, letzter Schuss. Jetzt musst du's. Ja, wir haben. Okay. Jetzt müssen wir in den Nahkampf. Geht gleich direkt mit dem Dia-Schwert drauf. Aber jetzt ist er zumindest tief. Ja. Ja, weil er keine Kraft mehr hat, ne, anscheinend. Los, komm, wir haben ihn, letzter Schlag. Ja, wir haben ihn. Ich hab ihn. Wir haben ihn. Ja. Und wir, Alter, der Nether ist da. Ach, warte mal, ich habe ein Geschenk für dich. Was? Wow, danke. Aber actually, ich hätte mir das Siegerschwert gar nicht machen brauchen, lol.
Wir haben ihn, den Edda-Stern. Jetzt muss er reinlaufen. Ach, schade. Oh, was eine Dusche. Okay, was machen wir jetzt mit dem Netherstar? Biegen? Verbrennen. Verbrennen? Warum? Ja, wir sind jetzt durch mit der Map. Mach daraus ein Biegen. Okay. Aber wir haben keine Blöcke. Oder hast du irgendwie Goldblöcke oder so? Goldblöcke? Oder Eisenblöcke? Oder keine Ahnung. So. Ja, hab ich nicht. Alter, weißt du, wollen wir uns erstmal das Dorf ansehen? Wie grauenhaft das aussieht. Hä, ich find's, es sieht wunderschön aus. Aber wenn du den erstmal auf der Mitte hast, ne, da ist ja gar nicht so schwer. Ja. Generell, wenn du erstmal die richtige Strategie hast und einen Spawnpoint irgendwo in der Nähe. Sieht schlecht aus mit Beacon. Schade. Egal, ich mach ihn trotzdem. Na gut. Wem hat man den überhaupt? Glas? Scheiße, wir haben kein Glas. Das wär's dann auch mit dem Finale von Minecraft Skyworld gewesen. Skyworld? Nicht blöd. Flat World. Immer diese Worlds. Ja, das wär's dann auch mit Minecraft Flat World gewesen. Das war's mit dem Finale. Den Ritter haben wir besiegt und ja, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Aber keine Angst, den Beacon. Sonst würde ich die Folge jetzt nicht einfach so abbrechen, so abrupt. Machen wir noch und es wird noch eine Special-Folge geben und beziehungsweise eine Extra-Folge, denn es haben dann noch richtig viel Müll eingestellt. Und eventuell ihn auch nochmal besiegt. Und ja, schaut euch das definitiv nochmal in der zweiten Folge an. Also in der nächsten Folge, in der Extra-Folge. Aber für das eigentliche Hauptprojekt wäre es damit gewesen, mit diesem Finale. Ja, ich fand das Projekt war sehr... Ja, trotz, dass wir manchmal sehr die Nerven zusammenbehalten mussten und teilweise gar nicht mehr vorangekommen sind, fand ich es trotzdem ein sehr gutes Projekt oder ein sehr schönes Projekt. Die Erfahrung war es definitiv mal wert. Und ja, keine Angst, es ist schon ein Nachfolger in Planung wieder. Dazu sage ich aber noch nicht viel. Außer dass halt, also ihr braucht jetzt nicht erwarten, dass das vielleicht in den nächsten Tagen schon kommt. Projekt ist absolut noch nicht vorbereitet und außer die Story, die wo ich gerade dran sitze und die mir überlege, ist da noch nicht viel auf den Beinen. Das heißt, es wird erstmal nur normale Videos wie Minecraft Bad Wars geben als Übergang, aber ihr könnt drauf gefasst sein, dass es das nicht war und dass es wieder einen Nachfolger gibt und nein, das ist nicht der Nachfolger Minecraft Space. Den verschieben wir auch noch eine ganze Weile. Aber ja. Es wird ein anderer Nachfolger sein, ein neuer Nachfolger, den ich mir neu überlegt oder wir uns neu überlegt haben. Und ja, seid darauf gefasst, es wird einen Nachfolger geben. Das wird dann nicht der Nachfolger von Minecraft Flat World, weil Minecraft Flat World gar nicht zu der ganzen Melon Fox Saga gehört, sondern ein außerhalb Projekt ist, was auch so ein Übergangsprojekt sein sollte oder ein Just for Fun Projekt. Aber von Minecraft Sky World wird dann der Nachfolger kommen und der ist jetzt auch schon in Planung.
Das heißt, es kann gut sein, dass er also definitiv noch, und das hoffe ich, diesen Jahres erscheinen wird. Und ja, es wird wieder ein Story-Projekt, wie ich schon vielleicht ausgeplappert habe, aber es steht eigentlich noch gar nicht viel fest, was für Mods da reinkommen. Und bis auf die Basic-Sachen der Story ist noch nichts festgelegt, und da haben wir uns auch jetzt noch nicht keinen großen Gedanken gemacht. Wir machen jetzt erstmal Pause. Haben Flat World beendet. Machen, wenn jetzt neue Videos kommen, dann erstmal wieder so normale Videos wie Minecraft Bed Wars oder so, oder bei Summercar dann außerhalb von Minecraft. Und ja, ansonsten mit Projekten gibt es jetzt erstmal eine Pause. Jetzt kommt aber noch mal ein Outro, und nicht wundern, das Outro ist von dem, ist das Outro von dem, von der Extra-Folge, deswegen steht da schon ein bisschen was anderes noch. Aber ja, ich hoffe, es euch hat das Projekt gefallen, und ich würde mich über eine positive Bewertung sehr freuen, vor allem weil das Projekt auch mehr oder weniger viel Aufwand und Zeit in Anspruch genommen hat. Ja, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Es hat doch ein bisschen mehr Arbeit mit dem Schneiden genommen, als ich dachte, und ich habe mich dann doch manchmal sehr quälen müssen beim Schneiden, weil die Folgen auch nicht gerade so spannend waren. Muss halt auch sein, und deswegen würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Projekt, beziehungsweise in der nächsten Folge, in der Extra-Folge und in den nächsten Folgen von Minecraft Bed Wars, My Summer Car und was weiß ich. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und ciao. Naja. Ja, das war's für diese Folge und für dieses tolle Projekt gewesen. Toll. Wenn es, ja, ich fand's toll. Wenn es euch gefallen Allen. hat, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Ja, bis zum nächsten Projekt und bis zur nächsten Folge, dann wahrscheinlich wieder Minecraft Bed Wars, also Zwischenfolgen. Ja, haut rein, bis zur nächsten Folge. Und ciao. Ciao. Jetzt kann ich Warframe nachzocken. Ich dachte, wir nehmen jetzt noch Bad Wars auf. Nein, alles gut. Was für Bad Wars auf einmal? Ich dachte, ich zock jetzt Warframe nach. Dann zock War Thunder. Bier? Okay. Ja. Dann halt Bier. Ja, okay. Dann. Ich dachte, es gibt kein Bier mehr. Oha. Ich will was trinken, bis gleich. Mach das. Warte rein, bis zur nächsten Woche und ciao.